Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellte Hündin Bea, die durch tragische Umstände im Tierheim abgegeben werden musste, hat Interessenten gefunden. Mit dieser guten Nachricht beginnen wir heute unsere Folge von Tiere suchen Menschen. Für Bea ist es sehr gut, bald wieder enge Bezugspersonen zu haben. Nun stellen wir ein Fundkätzchen vor, das sich einige Tage in Gotha in der meist sehr befahrenen Brunnenstraße aufgehalten hat. Das Tigerchen wollte immer mit in ein bestimmtes Haus, wo es gar nicht lebte, weil die Straßen der Stadt viel zu gefährlich für Streuner sind, die sich vielleicht mit dem Autoverkehr nicht so gut auskennen, haben Mitarbeiter der Arche Noah das Samtpfötchen abgeholt und in Sicherheit gebracht. Nun sitzt das Tigerchen in der Quarantäne und hofft auf bekannte Menschen, wenn die Tür aufgeht. Der auf etwa 3 Jahre geschätzte Kater ist kastriert, sehr zahm und anhänglich. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass ihn seine Besitzer auf diesem Weg erkennen. Sie glaubt, dass der junge Kater ein Zuhause hat, aber schon länger unterwegs ist, denn er hatte starken Flohbefall. Die Hoffnung ist, dass die Katzenbesitzer ihr Tigerchen vermissen, zur Arche Noah kommen und ihn erkennen. Der auf Streichelanhalten hoffende Stubentiger wäre zu gern wieder in seinem vertrauten Revier. Am Schluss unseres heutigen Beitrags möchten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arche Noah ganz herzlich bei allen Tierfreunden bedanken, die zur Tierweihnacht am vergangenen Samstag kamen. Mit Geld und Sachspenden bekundeten die Gäste, wie wichtig ihnen die in der Arche Noah gestrandeten Tiere sind. Es gab auch zweckgebundene Geldspenden für die dringende, nötige Sanierung der Hundezwingeranlage, womit im kommenden Jahr begonnen werden soll. Außerdem weisen wir jetzt schon darauf hin, dass ab dem 8. Dezember wie jedes Jahr über Weihnacht und den Jahreswechsel keine Tiere abgegeben werden. In dieser Zeit gibt es auch eingeschränkte Öffnungszeiten im Tierheim.